Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Samsung Galaxy S5 Neo. Und ich muss sagen, ich habe mich sonst immer über ein Samsung-Produkt gefreut, wenn ich wieder was Neues bekommen habe, wenn mein Vertrag wieder verlängert werden konnte oder dergleichen. Ich bin diesmal wirklich sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Ich fühle, ja, also, weiß ich nicht. Das S5 Neo, das ist jetzt kein hochpreisiges Ding. Also, das zeigen sie und das machen sie uns hier mit dem auch wirklich klar, dass das nur ein S5 ist, weil das S6 jetzt schon raus ist. Damals war S5 toll und war Flaggschiff sozusagen, außer jetzt das Note zum Beispiel. Und jetzt mit dem Neo zeigen sie uns an allen Ecken und Kanten, dass wir nur ein normales Smartphone haben. Hier, der Ladekabel ist nicht mehr so hochwertig wie beim Neo, beim normalen S5. Hier steht es grau drauf, hier steht es nicht drauf. Hier ist es matt, hier ist es glänzend. Von der Haptik festigt es nicht so wertig an wie beim normalen S5. Der ist auch schwerer, also ich weiß nicht. So, jetzt gucken wir uns das mal hier an. Wir haben hier hinten auch wieder diese Golfball-Optik. Ich muss mal meins rausnehmen. Ja, mein Case ist auch schon kaputt gegangen mittlerweile. Muss ich mir auch mal wieder ein neues holen. So, jetzt gucke ich erstmal von der Größe. Ja, das sieht so von der Form eigentlich aus, wie das S5 aussieht. Also ich sehe jetzt hier nicht wirklich nennenswerten Unterschied. Hinten steht auch Samsung drauf, hier haben wir halt Silber, hier haben wir Weiß, die Rückseite. Hier haben wir aber noch einen Schatten im Samsung, also außen um Samsung ist ein schwarzer Schatten gemacht. Oder ist das, wenn es dreckig ist? Nee, kann nicht dreckig sein, das war immer hinter der Optik. Und hier ist es einfach nur Samsung. Kamera, so ist alles gleich, auch hier unten ist der Anschluss gleich. Wir haben aber, Gott sei Dank, diese Klappe unten haben sie weggelassen beim S5 Neo, weil die ist mir auch relativ schnell kaputt gegangen. Also, die ist kacke. Ich zeige es euch auch gleich komplett. Wir haben auf dem, oh, das sieht kacke aus. Wir haben auf dem S5, Gott sei Dank, das ist nur auf dem Aufkleber, ich dachte schon. Wir haben auf dem S5 unten wieder alles so, wie wir es kennen. Oben auch der Lautsprecher, die Sensoren, die Kamera. Die Kamera ist hier ein bisschen besser zu sehen als hier. Es scheint auch ein Stück größer zu sein. Und die Sensoren, die sind jetzt hier nicht hinter so einem... Die sind hier auf dem normalen S5 etwas größer. Ja, also müsst ihr mal hier oben gucken. Da seht ihr das und da seht ihr das. Das ist halt das Neo. Ich zeige euch mal nebeneinander. Kann man so ein bisschen erkennen, weil auf dem Weißen ist es ein Stück größer. Und hier diese Kamera. Guckt euch mal die Kamera da an. Das ist komplett schwarz. Und hier kann man rin gucken. Ihr seht da die Kamera. Da nicht. Das ist irgendwie so ein schwarzes Fenster. Aber sonst eigentlich komplett wie das S5 Plus. Schade, dass es... Ich habe mich daran gewöhnt, weil es die letzten Samsung-Dinger alle immer weiß gewesen. Also die ich habe. Ja, wie kriege ich das jetzt auf? Wäre ja auch nochmal schon toll. Ist da nicht. Ah, jetzt habe ich es auf. Brichst du die Pfoten beim Aufmachen hier? Ich weiß nicht. Ich glaube, Samsung und ich werden langsam keine Freunde mehr. Ich bin sehr unzufrieden. Bis jetzt. Bis jetzt bin ich sehr unzufrieden. Ich lasse auch mal die Speicherkarte draußen. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, das S6 haben. Aber beim S6 ist alles zusammen, alles fest. Da können wir kein Akku tauschen, da können wir keine SD-Karte machen. Man kann es mit 32 Gig, 64 Gig und 128 Gig kaufen und dann ist Ende, Pumpe, Schicht im Schacht.
So wie steht auch Samsung Galaxy S5 Neo, steht auch da. Sieht klar und deutlich aus. Wir haben oben auch blaues Licht. Auch das Samsung-Logo kommt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Also kenne ich alle von meinem normalen S5. Die Tasten unten aber sehen etwas mehr beleuchtet aus. Die Optik jetzt so im ersten Augenblick finde ich vielleicht vom Display vielleicht doch noch ein bisschen einen Tick besser. So. SIM-Karte wollen wir nicht. Wir wollen das. Passwort. Würde jetzt nicht machen, weil ich habe meiner Fritzbox ja gesagt, unbekannte Geräte nicht zulassen. Ich mache euch mal so ein bisschen daneben, damit ihr das noch ein bisschen besser sehen könnt, was ich hier jetzt gerade tue. So, dann machen wir auf weiter. Lizenzvereinbarung, ja, mach mal. Zustimmen. Dann haben wir Datum, Uhrzeit, falls nötig anpassen. Denver. Plus 5, plus 7. Muss ich hier hoch? Plus 12, minus, minus, minus. Minus 3, minus 2, minus 1. London. 00. Belgrad. Nein, der war nur London. Heute haben wir den 10. Ein bisschen zu weit, also das Scrollen funktioniert echt gut. November. 10. November haben wir und Uhrzeit gebe ich jetzt mal hier spontan. Uhr 0:00. So, jetzt muss ich hier mal schnell meinen Namen. Also Display ist jetzt ein bisschen aufgeräumter, wenn ich schreibe. Nee, wollen wir nicht. Ich will keinen. So, jetzt müssen wir, achso, Konto einrichten, überspringen. Kann ich doch nicht drauf zugreifen. Überspringen. Einfacher Modus. Nein, wollen wir nicht. Doch, so. So seht ihr wieder was. So, und da sind wir jetzt auch. Und ich sehe hier schon Schatten. Wir haben hier einen Ordner, wo alle drin ist. Wie sehe ich schon Schatten? Wenn ich jetzt bei mir gucke. Selbst das Kamerasymbol hat sich etwas geändert. Das sieht bei mir noch ein bisschen anders aus und bei mir hat es keinen Schatten. Na, mach doch mal hier. Mein Handy spinnt hier gerade ein bisschen rum. So.
wenn ihr jetzt hier seht, das ist das halt, das Weiße ist halt das alte, das normale S5. Hier seht, wie die Kamera, das Kamerasymbol da aussieht, und hier sieht es dann halt, da sieht es ein bisschen ründlicher aus. Auch mit dem Google Play Store Logo. Hier habe ich es etwas, ja, sieht eigentlich gleich aus, aber hier sieht's, seht ihr ja, die Farben kommen hier definitiv kräftiger. Jetzt muss ich erstmal gucken. Achso, ist ja komplett hochgepowert. Da kann ich jetzt hier auch mal komplett hochpowern. So. So, wenn ich jetzt hier, machen wir mal Gleichstand, Menü. Und hier bin ich auch, achso, da habe ich ja sowieso Hintergrund. Ja, also sieht schon im ersten Augenblick, wenn ich, auch wenn ich mir das Galeriesymbol angucke, ist hier etwas kleiner, hier ist etwas größer auf dem S5 Neo. Hier ist auch die Blume drin, ist größer hier. Das ist so ein kleines Viereck. Galaxy Shop ist hier. Den habe ich. Samsung. Da habe ich den da oben. Ja, also es sieht schon definitiv, auch Einstellungen hat sich hier was verändert im Gegensatz zu hier. Die Icons sind hier definitiv größer geworden, sehen besser aus. Hier auch mit ein bisschen mehr Schatten. Hier oben ist jetzt halt nur nicht so viel Schatten drin. So, was ist denn, wenn ich jetzt telefonieren will? Wie sieht denn das jetzt aus? Ja, sieht ja fast genauso aus. Ja, so optisch hat es schon was. Also optisch haben sie das jetzt hier natürlich schon mal sehr hübsch gemacht. Jetzt gucken wir uns mal hier die Leiste an. Sieht gut aus. Aber jetzt muss ich mal gucken, weil die Icons ja hier, Einstellungen. Okay. Infos über Gerät. Ach, ich bin schon bei 5.1.1. Ich habe gedacht, ich bin nicht bei 5.1.1. Das ist jetzt Marshmallow. Nee, Lollipop. Marshmallow ist ja 6. So, jetzt halte ich den Lollipop gedrückt. Also der wechselt jetzt die Farbe. Zack. Und dann kommen wir dann ins Spiel rein, wenn wir den gedrückt halten. Ist so ein... Ups. Achso. Da musste halt, muss man halt hier nur so, ja, so leicht drauf drücken und den dann halt, ja, in der Höhe halten. Also das ist jetzt definitiv nicht für mich. Dann seht ihr ja, habe ich ja schon so ein bisschen was hingekriegt, den, ja, da oben ran. Ah, wieder da oben ran. Da oben ran. Es ist halt nicht, also, nicht so, Geschicklichkeit ist nicht mein Ding. Aber das haben wir hier versteckt. Und ich bin jetzt definitiv auf Android 5.1.1. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache jetzt, ihr seht, ist zu. So. Und jetzt. So, komplett laut. Zu. Ah, haben sie endlich gemacht, dass man das, gut, das ist ja wenigstens was. Wenigstens das haben sie mal langsam gebacken gekriegt. Das hat mir so genervt bei 5.0, dass immer wenn ich hier rangekommen bin, auch wenn das gesperrt war, habe ich mir laut und leise gemacht. Das haben sie wenigstens verbessert, das ist ja wenigstens was. Aber ich muss nochmal runter, ich muss hier noch Basis, Bundle Number. So. Zack. Und jetzt habe ich die Entwickleroption. Und jetzt machen wir schon mal in Voraus, machen wir USB-Debugging an. So, Speicher, Konten, Themes. Oh, hier haben wir jetzt einen Punkt Themes, der ist auch neu. Aha, sieht jetzt schon ein bisschen anders aus als jetzt bei Android 5.0. Ich habe jetzt eher gedacht, das ist jetzt noch das andere, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man schon, dass da Unterschiede sind. Einfacher Modus, Daten und Sicherheit. Standort, Diagnose. Achso, hier ist es jetzt.
Sichern und zurücksetzen. Da ist es nicht. Konten hinzufügen. Eingabe war einfacher Modus Daten und Sicherheit. Da war ich doch schon drauf. Dann Standort, Google. Wir hatten noch, ich war auch mal im Modus, der hieß nur Sicherheit. Anwendungen, Anzeige, Töne, Wi-Fi-Daten, offenen Bluetooth-WLAN. Ach du Scheiße, ein pinkes Thema. Und dann kommt man gleich zum Themenstore. Jetzt hat Google einen Themenstore. Ach du Scheiße. Oh wei. Anwendungen. Hier sind jetzt die Anwendungen drin. Hier kann man jetzt nämlich auch sagen, Wetter zum Beispiel. Wo war denn das? Ja, hier vielleicht nicht. Das muss ich auf jeden Fall noch. Hier Standort ein oder aus. Mit Android 5.1.1 kann man jetzt nämlich den Apps die Rechte, die die App eigentlich will, auch aberkennen. Dass man sagt jetzt, wartet mal, ich mache euch mal wieder ein bisschen rum. Macht sich ein bisschen besser. So viele, also bei Marshmallow ist es so, und das soll wohl hier in dem ersten Lollipop-Version wohl auch mit einfließen. Ich habe es noch nicht gefunden, also noch nicht gesehen. Und dann kann man das halt sagen, also mir wurde gesagt, ich bin der Meinung, das geht halt nur bei 6.0, dass man da dann sagen kann, hier, du willst einen Standort haben, nö, das will ich nicht, du kannst, die App, die will Zugriff auf mein Telefonbuch, will ich auch nicht, dann kann man da gewisse Rechte aberkennen. Und man kann mit dem neuen Android dann auch mit 6.0, ich denke mal, das kriegen wir hier auch drauf, kann man dann natürlich auch sagen, dass ich meinen Speicher, meinen internen Speicher, ich habe jetzt eine, sagen wir mal, mein Handy hat 32 Gig, ich habe eine 64 Gig Karte und dann kann ich das zusammenschmelzen. Oder ich habe 128 Gig Karte und mache die drin, ja, und dann komme ich auf 150, über 100, 100, sagen wir 160 Gig oder so, also der schmilzt die Beete zusammen. Dann ist es nicht mehr separat SD-Speicher, Handyspeicher, also der Speicher geht definitiv nicht aus. Ihr habt dann komplett Speicher für alle Apps, ihr braucht nichts auf der SD-Karte verschieben oder sonst irgendwas dergleichen. Ihr habt dann definitiv genug Speicher. Funktioniert dann aber auch halt schlecht mit dem Rin- und Rausmachen, falls ihr das öfters mal machen müsst. So. Ich muss hier auf jeden Fall jetzt erstmal alle sichern. Ich muss mir da ein bisschen rinfuchsen. Also ich glaube nicht, dass das S5 Neo und ich Freunde werden. Von der Größe ist es auch genauso groß eigentlich wie mein, ja, ist genauso groß wie mein S5. Jetzt gucke ich mal, ob das hier in die Hülle drin passt. Passt super in die S5 Hülle. Ja, nee, doch, passt drin. Normale S5-Hülle passt das auch super drin. Ist genau das S5, bloß halt Neo. Bloß halt, ja, doch, vielleicht ein bisschen locker. Nee, passt eigentlich schon. Passt super drin. Ja. Jo, das werde ich jetzt erstmal alle mal einrichten müssen und so. Aber ich glaube nicht, dass ich mit dem S5 Neo so sehr auf Freundesfuß stehe wie mit meinem S5. Erstmal gucken, ob man so routen kann und so. Weil ich finde es... Optik ist zwar schön, aber man merkt, also ich bin der Meinung, man merkt wirklich, dass es als normales Smartphone konzipiert ist. Einfach bumm. Mal hier den Arbeitsspeicher erweitert, mal die Grafikkarte erweitert, mal einen besseren Prozessor drin. Es flutscht schon alle Dude, mal gucken, wie es in nächster Zeit aussieht. Aber das ist wirklich noch ein Premium-Smartphone. Dafür habe ich auch noch richtig Geld ausgegeben. Das merkt man auch an der Wertigkeit. Das, ja, selbst der Deckel, der fässt sich hinten so glatt an, so bäh. Und hier habe ich auch... ja, ein bisschen rauer fässt das sich an. Glatt, aber auch... man merkt die Rillen mehr. Hier sind sie halt kleiner geworden. Ja, also
Ich bin, mal gucken. Ich muss mich da jetzt erstmal rinfuchsen. Ich will mich da nicht zu weit aufs Fenster legen. Ich verabschiede mich dann erstmal. Ich muss jetzt erstmal ein paar Erfahrungen machen. Sobald ich da jetzt natürlich mehr weiß über das S5 Neo, sage ich euch da natürlich Bescheid. Wie gesagt, das habe ich jetzt sowieso, ob ich will oder muss, die nächsten 2 Jahre. Bis dahin verabschiede ich mich. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach runter. Ahoi, sagt euer Odin.